Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit God of War. Das letzte Mal sind wir aus dem stürmischen Vorland aufgebrochen, um erneut durch den Berg zum Gipfel des höchsten Berges von Midgard zu kommen. Und ich würde sagen, auch hier machen wir gleich einmal weiter. Wo ist Atreus? Naja, er ist in letzter Zeit ein bisschen störrisch und eingebildet und ich hoffe einfach sehr, dass... Da ist auch schon... dass wir vielleicht demnächst irgendwie eine Zwischensequenz haben, wo er nochmal ein bisschen Demut lernt, weil aktuell bin ich mit seinem Verhalten noch nicht so ganz zufrieden. Und ich hoffe mal nicht, dass das so bleibt. Mythische Schulterrüstung der Klarheit, eine legendäre Brustrüstung. Das sind Armschienen, verstärkt mit geschichtetem, poliertem Stahl unbekannter Herkunft, die Abklingzeit begünstigen. Interessant. Die sind jetzt ein bisschen schwächer als das, was wir bereits tragen, aber dadurch, dass die auch nur auf Stufe 1 von 2 sind, könnte es sein, dass... die ein bisschen stärker werden könnten als das, was wir jetzt tragen. Da halten wir vielleicht einfach mal ein bisschen Ausschau nach einem Zwerg, nach Brok oder Sindri. Der da hinten schon am Schmieden ist. Das ist ja natürlich jetzt sehr praktisch. Oh, hallo. Ich wusste gar nicht, dass ihr vorbeikommt. Ja, du bist echt überall. Für Zufriedenheit garantiere ich aber nicht. Schauen wir mal, wenn wir die Brustrüstung jetzt aufwerten würden. Nein, dann wäre das immer noch schwächer als das, was wir jetzt tragen. Dann bleiben wir auch bei dem. Alles andere müssen wir hier nicht aufwerten. Ich will jetzt auch ungern diese legendären Sachen kaufen, weil ich, wie gesagt, glaube, dass wenn wir... nach Niflheim kommen, wir einfach auch die beste Rüstung dann herstellen können. Von dem her, ja, das ist alles sehr verlockend, aber ich glaube, jetzt kommen wir erstmal soweit zurecht. Ja, behalten wir mal unsere ganzen Ressourcen. Ich kann wohl nicht weiterhelfen. Ach, das musst du auch nicht immer, Sindri. Alles gut. So, da sind wir auch schon. Wieder beim Gipfel. Oh, das ist ein Weltenriss. Ich würde sagen, bevor wir den triggern, schauen wir uns erst nochmal hier um. Denn wir haben aktuell nicht so viel HP. Ja, jetzt sieht das Ganze schon besser aus. Gucken wir auch zuerst, was hier noch in der Truhe drin ist. Das könnte eine Chiffre sein. Ja, noch eine Chiffre von Niflheim. Fehlt nur noch eine. Heilen wir uns einmal voll und ja, dann schauen wir doch mal, was hier erscheint, wenn wir in den Weltenriss greifen. Aha, Ehrläufer. Oh, der ist sogar auf Stufe 7 schon. Ja, aber wirklich. Ja, noch ein bisschen Weltenstaub.
Sehr schön. Oh. Irgendwas Goldenes gedroppt. Robustes Schild des Wahnsinns. Noch irgendein Wappen. Kommt schon, ihr zwei. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut, wir sind bloß konzentriert. Oh, da sind wir wieder. Auf dem schönen Pass. Oh, ich liebe es hier oben. Genau, da sind ein paar Ranken, die wir jetzt zerstören können. Und was war hier drüben nochmal? Genau, da gab es nämlich noch einen Sarg. Ich wusste, irgendwas war da noch. Hier sind nämlich die mythischen Armschienen der Klarheit. Sehr schön. Also wenn man irgendwie ein Abklingzeitenbild spielen möchte, dann kann man, glaube ich, die Sachen nutzen. Jetzt sind wir gleich da. Endlich. Junge, die Rune. Okay, hatte sich gut gemerkt. Ritz da lang. Geschafft. Prächtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Vermisst? Oh nein. Lauf, Junge! Über die Brücke! Nein! Ich bin auch ein Gott! Ich kann das! Lass ihn los! Walter, lass sie gehen! Nimm mich dafür! Ich tue, was immer du... Sei still! Ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos! Offenbar ist der Junge der Schlaue! Nein! Das Tor ist kaputt! Das war unser Weg nach Jötunheim! Du dämlicher Hurensohn! Verschwinde, Junge! Ja, yeah, unbedingt, Kleiner! Lauf weg! Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun! Lass los! Ruhig, Junge! Du bist noch nicht so weit! Ich bin bereit! Junge! Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich?
Danke. Atreus! Weißt du nicht, wann es genug ist? Bleib weg von meinem Sohn! Das ist ja gemein. Ändert er jetzt am Ende noch seine Richtung? Hergekommen. Güte, was ist das für eine Sequenz? Wer hat die Brücke aktiviert? Nee, ich habe dich etwas gefragt. Zu spät. Das Ziel ist bestimmt. Und wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Es ist vorbei. Wirklich? So sei es. Baldur! Nein! Hör mir zu! Lass mich helfen! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt dich meines Ernst. Was hast du getan? Junge! Beweg dich nicht! Ach du meine Güte. Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle.
Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Oh Mann. Da waren wir jetzt gerade schon fast am Ziel und sind jetzt wieder in Helheim gelandet. Diesmal immerhin mit Atreus, aber ja, ich glaube jetzt auch, dass Kratos definitiv ein bisschen anziehen muss mit der Strenge. Wow, ist das kalt. Das ist Hehl? Nicht nur Hehl. Der schlimmste Teil von Hehl überhaupt. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tyrs Tempel. Aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Seit 1000 Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern. Aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier. Schon komisch, der Lauf der Dinge. Ich glaube, ich habe da unten eine Rune gesehen. Er soll für seine Worte büßen. Junge. Das war nicht ich. Okay, dann müssen wir hier, glaube ich, erstmal weiter. Sonst ist auch einer gespawnt. Können wir dann jetzt hier auch irgendwie runterspringen? Da ist auf jeden Fall auch Loot. Und wir haben ja beim letzten Mal schon gesehen, es gab ein paar Stellen, wo wir die Schockpfeile gebraucht haben. Schauen wir mal, ob wir jetzt an denen vorbeikommen. Das war ich. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter. Bevor ich sie besorgt habe. Kann nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Oh Mann, super creepy. Kopf, was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Visionen Qual sein sollen. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir, es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Nein, aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Hör zu, ich weiß, ich habe uns das eingebrockt. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt.
Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenk ich nicht weiter ab. Ich will ja nicht hetzen, aber schneller? Ich muss nachdenken. Okay, das kann man irgendwie dann... Ah, ich verstehe. Das kann man darüber ziehen, dann einmal festhalten und dann zieht man das hier auf die andere Seite. Oh toll, und jetzt kommt hier auch noch so ein großer. Klingen sind einfach so schnell. Danke, Atreus. Oh, sehr schön. Und auch gleich wieder eine Chaosflamme. Damit können wir die Klingen sehr schnell aufwerten. Das gefällt mir. Ah, da geht es weiter. Aber wir können ja auch nochmal schauen, was wir hier hinten so haben. Zumindest müssen wir noch irgendwie an die Truhe da drüben hinkommen. Und da will ich auch noch hin. Okay. Hier in Hel ist alles so verwinkelt. Na, ah, ah, ah. Du bleibst liegen. Platsch. Dann können wir hier uns die Brücke nämlich einmal hinschieben und dann wahrscheinlich von da drüben dahin springen. Ja. Sehr, sehr cool. Lass das. Warte, ich glaube, ich sehe Baldur davon. Oh ja. Spricht er da mit einem Hehlläufer? Er darf uns nicht sehen. Hör zu! Du hattest kein Recht. Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht, Hexe. Ich schmecke nichts. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, Trinken, Frau, alles ist vor. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Ja, ich würde lieber sterben. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte. 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 Befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn, glaub mir. Irgendwann dankst du mir.
Komm schon. Ich verspreche es. Glaub mir, ich weiß wie. Was du mir angetan hast! Ich bin ein Feigling, Ich bin ein nutzloser Feigling. Das heißt, er verspürt zwar keinen Schmerz mehr, aber er verspürt einfach gar nichts. Seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Na, dann weiß ich's auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. Mhm. Da drüben auch wieder einen Sarg gesehen. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, jetzt in Baldurs Richtung wieder hinzukrabbeln, aber schauen wir mal. Mhm. Noch ein bisschen gehärteten Stahl. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Ah. Natürlich seid ihr hier. Sehr gemein. Und gleich nochmal. Ja!
Solches Chaos. Viel Arbeit wartet, wenn ich dich getötet habe. Wer war das? Beeilen wir uns. Mhm. Nicht, dass noch mehr Asen Jagd auf uns machen. Oh, da drüben ist wieder eine Runentruhe. Sehr schön. Das ist perfekt, weil da drüben ist das eine Siegel, das ich schon von da oben gesehen habe. Nummer 1. Hier ist doch sicher irgendwo Nummer 2. Vielleicht, wenn man das einmal irgendwie aus dem Weg schiebt. Ah. Da drinnen, okay. Und wie kriegen wir die da jetzt raus? Kann Kratos drüber klettern? Ja, das kann er. Dann ist das gar nicht so schwer. Und wenn wir das bis zum Ende ziehen, dann können wir auch da hochklettern. Das wird dann wahrscheinlich hoffentlich der Weg zum dritten Siegel sein. Ach nein, das ist der Weg zur Truhe. Und zum dritten Siegel. Ein Horn mit Blutmet. Schön. 2 von 3. Ich glaube, dann haben wir hier in dem Bereich von Helheim erstmal alles eingesammelt. Zumindest das, was ich jetzt auch so auf ersten Blick gesehen habe. Uah. Schnell weg hier aus Helheim. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Wird schon gehen. Es gibt, glaube ich, in jeder Mythologie irgendwie ein Boot, das ins Totenreich führt. Was jetzt? Lass mir ein wenig Raum. Die ägyptische Mythologie und die griechische hat das und ich glaube, so wie es aussieht, hier die nordische Mythologie auch. Scheint wohl auch so ein Gesetz zu sein. Lass mich helfen. Was kann ich tun? Du hast schon genug getan. Ja, auch ein Gott kann Fehler machen. Vielleicht lernt Atreus ja daraus. Gucken wir mal, was es hier noch alles gibt. Die Segel sind intakt. Wir fahren. Toll!
Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tyrs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Wahnen erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladnir? Ja, das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Ja, immer alles positiv sehen. Was ist das hier? Verschlagen? Mach deinen Vater Platz. Dann sind jetzt die Segel lose. Sieh her. Da bin ich jetzt auch gespannt, was Kratos vorhat. Du holst die Segel ein? Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Wir bauen einen Heißluftballon daraus aus dem Schiff. Wir schweben. Die Hitze von den Feuern. Wir schweben tatsächlich. Und wir sitzen wieder fest. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich. Wie eine riesige Himmelslaterne. Genau. Können wir das dann irgendwie... Na, Kratos könnte es eigentlich einfach wegschieben. Oh je. Es hat geklappt. Wir sind frei. Warte dort auf mich. Huch. Oh nein. Wiedergängerinnen. Sehr gut, dass Atreus so weit schießen kann. Ah, bleib hier. Wir müssen reden, Bruder. Dir ist doch klar, dass es vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen, du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts mehr tun. Und dieser Junge da oben, sein Schmerz zerreißt ihn. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt, Atreus ist nicht deine Sorge. Tja, er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der klügste Mann der Welt sein, um das zu sehen. Ein Stein der Feuerüberlegenheit. Das erhöht unseren Brandschaden. Das ist auch, glaube ich, ziemlich praktisch. Vielleicht packen wir das auch gleich mal in die Rüstung rein. Nur mittlerweile haben wir so viele schöne Zauber. Ich weiß gar nicht, was wir dafür raustun sollen. Das ist mehr Brandschaden, aber das hier würde unser Level höher pushen. Vielleicht packe ich dann mal ein paar von diesen epischen Runen rein. Wobei, ist episch jetzt besser als legendär? Na, zumindest haben die ein höheres Level. Okay, den Rest lassen wir einmal so. Tja, kann Kratos da hochhüpfen?
Kann das sich irgendwie hochziehen? Ach so. Ah. Noch so eine Art Brücke. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Geschafft! Ist frei! Wir werden hier wieder rauskommen. Stell dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Die Himmel von Helheim. Eisberg! Gott vor! Festhalten! Okay. Oh, das ist aber schon ziemlich cool inszeniert. Sie löschen das Feuer! Steuerbord! Hey! So, wer mag noch? Oh. Gar nicht nett. Was denn jetzt? Etwas hält uns fest! Backbord! Eine Harpune! Ich befreie uns! Ach nö. Nebenbei noch ein bisschen looten. Warum nicht? Und dann einmal weg mit dem Ding. Was? Ah, auch noch ein Heilkristall. Wie lange noch bis zum Tempel? Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Oh, wir sind unter dem Raben. Guten Flug. Funktionieren ja nicht. Was?
Geht ihr weg von dem Feuer? Bruder! Ja, hier ist gerade ganz schön viel los. Sehr gut, Vater! Das Feuer ist auf! Oh. Das Feuer ist aus. Das ist stressig. Das Feuer ist aus! Steuerbord! Oh nein, nur noch eine Harpune. Ich mag keine singenden Wiedergängerinnen. Sehr gut. Ich hoffe, das waren jetzt die letzten Gegner. Der Klingen. Sind wir am Ziel? Bitte lass uns am Ziel sein. Natürlich kommen da noch ein paar. Kann man schon zu uns kommen? Sehr gut, Atreus. Verwirr sie ein bisschen. Ist das cool. Oh, danke, Mimir. Komm wieder.
Von der rechten Seite! Ab ins Feuer mit ihm. Oh Mann. Weitere Harpunen! Wir hängen wieder fest! Bruder, der Bug des Boots wurde harpuniert! Wo kommen die ganzen Harpunen überhaupt her? Vorsicht, hinter dir! Aber wir müssen die Harpune lösen. Und erstmal noch schnell alles looten, was hier liegt. Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Das war dein Plan? Ihr seid ja beide irre! Wir verlassen diese Welt. Jetzt! Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. Ja, und hier würde ich sagen, machen wir dann auch in der nächsten Folge weiter. Es gab ein klein wenig Überlänge, aber meine Güte, ist viel passiert und das waren richtig krasse Actionsequenzen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.